Baustelle. Hallo? Wir machen es kurz, es ist kalt. Hatten wir letzten Rundgang? Ja, so Viertel nach zwei. Irgendwas aufgefallen? Schreie, fremde Leute, irgendwas in der Richtung? Nö, eigentlich nicht. Das Gebiet ist sehr groß, wie Sie sehen. Ich bin hier ganz alleine. Wo waren Sie denn zwischen 2 und 3 Uhr? 2 und 3. Ganz auf der anderen Seite, bei der Zanetti-Straße. Und dann da drüben im Wohnmobil. Die Verwaltung war so nett, uns das hier aufzustellen, damit wir uns aufwärmen können. Gab es in letzter Zeit irgendwie Ärger, illegale Graffitis, Vandalismus vielleicht? Ja, klar. Deswegen hat die Verwaltung ja meine Firma eingestellt. Aber heute war nichts. Kennen Sie diesen jungen Mann? Nee. Aber es ist dunkel hier, ne? Und die Typen haben meistens Kapuzen an. Gibt's sonst noch was? Ja, ich habe hier gleich Schichtwechsel. Nö, das war's jetzt erstmal. Falls uns noch was einfällt, dann melden wir uns, ne? Alles klar. Ciao. Ciao. Wiedersehen. Was soll ich jetzt dazu sagen? Muss wahrscheinlich irgendwie die Armen durcheinandergebracht haben. Außerdem, die wollen hier nicht, dass ich mit dem Hund zur Arbeit komme. Aber der Rocky ist so ungern so lange alleine. Und bei dem Stundenlohn kann ich die Gesellschaft sehr gut gebrauchen. Mhm. Wir haben ein paar Hundehaare auf der Leiche gefunden. Die stammen nicht zufällig von Ihrem Hund, oder? Das weiß ich nicht. Ich habe ihn irgendwann rausgelassen zum Gassi machen. Hat mir aber nichts davon erzählt. Sie wurden 2-mal wegen Körperverletzung in Jena verurteilt. Und dann denkt die Polizei jetzt natürlich, dass ich dafür verantwortlich bin, oder was? Salimera. Eine Minute noch bitte, ja? Wäre es vielleicht möglich, dass Ihr Chef heute noch den Vorgang abstempelt? Ach, das geht leider nicht. Mein Chef ist bis Mittwoch in Larissa. Seine Tochter heiratet. Dann gehen Sie zu seinem Stellvertreter. Stellvertreter? Der Staat muss sparen. Ich brauche die Diebstahlsanzeige. Der wurde vor 4 Wochen wegrationalisiert. Einfach entlassen. Bitte. Immer bluten die Kleinen. Ohne Anzeige zahlt meine Versicherung nicht. Während die Reichen mit ihren Millionen und die Banken scheinbar unantastbar sind. Ich habe keine Zeit. Zeit? Zeit haben wir Griechen leider auch keine mehr. Wir hatten mal Zeit. Zeit im Überfluss. Aber seit der Wirtschaftskrise drängen die Reformen und wir haben einfach keine Zeit mehr. Entschuldigung. Herr Lademanna? Ja, ja, ich war einkaufen. Nein, den Spinat habe ich nicht gekauft, der war nicht gut. Ja. Olivenöl? Ja, Ma, ich gehe Olivenöl kaufen, okay. Ja. Ah, Ma, ich habe dir gar nicht gesagt. Ja, der Alexis war heute ganz alleine auf dem Töpfchen. Ja, ja, ja. You're not gonna believe this. I used to fit right here. I used to hold you and show you to your mother and say, this kid is gonna be the best kid in the world. This kid is gonna be better than anybody I ever knew. And you grew up to be good and wonderful. It was great just watching you. It was a privilege every day. And then time came for you to be your own man and take on the world. And you did. You did, but along that line you changed. You see, the world is not all sunshine and rainbows. It's a tough, hard place. And I don't care how tough you are, but it's gonna try to beat you to your knees and keep you there if you let it. You, me, nobody hits as hard as life. But life is not about how hard you can hit. It's how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done.